jetzt hier auch. Gucken wir nochmal. Die Steuerung. Nein. Aber die Umsetzung, die Grafik von dem Remake gefällt mir wirklich sehr gut, muss ich sagen. Auch die Szenen und so sind echt schön gemacht. Also schön halt von, ne? Nicht? Wo bist du jetzt gekommen? Na, es hängt ja hängt hinterher. Also ich hab schon längst aufgehört mit Kreiseln, da kreiselt dann eine Runde weiter. Ach, von hier bist du gekommen. Ja. Hier eine Tür. Ist es zu? Atmet so irgendwo schwer. Na, da steht doch gleich auf. Schießpulver. Schießpulver. Nutzung. Bist du Munition? Zweimal Schießpulver, Schießpulver, hochwertige Schießpulver, gelb, Flitmunition und die Magmunition, zwei hochwertige Schießpulver. Die Polizeistation wird langsam die Munition knapp. Setzen Sie jedes bisschen Schießpulver klug ein, das Sie auftreiben können. Verschiedene Waffen benötigen verschiedene Munition. Passen Sie also beim Kombinieren auf, dass Sie auch die benötigte Munition erhalten. Wollen kombinieren? Wie soll ich denn kombinieren? Wenn ich hier mal gucke, ist ja schon voll. Kann ich eigentlich nicht erfüllen? Nicht entwickelt erfüllen. Wichtiges Objekt. Ich dachte, die Filmrollen braucht man nur im Veteranenmodus. Nee, 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 das sind Farbbänder, was du meinst. Ach so. Ich denke, da ist irgendwas drauf, was man entwickeln kann. Zum Beispiel ein Code für ein Tresor oder so. Safe. Ah, okay. Ich will es lesen. Einsatzbericht. Also mir sind nur noch drei andere übrig. Keine Waffen, keine Munition. Und so viele Scharmützel haben uns geistig und körperlich ausgelaugt. Wir werden es nicht schaffen. Officer Phillips hat vorgeschlagen, durch die Kanalisation zu fliegen. Es soll es noch einen Tunnel aus den alten Zeiten des Museums geben. Ich habe Ihren Vorschlag zunächst abgelehnt, aber jetzt klingt er ganz gut. Es gibt zwar keine Beweise für den Tunnel oder dafür, dass die Kanalisation nicht auch zombieverseucht ist, aber ich will hier nicht rumsitzen und auf den Tod warten. Dann geh halt spazieren. Ich werde versuchen, mehr über diesen Tunnel herauszufinden. Ja, Rambo machen, kämpft sich durch. Noch ein Zettel. Erster Einsatz des Anfängers. Leon S. Kennedy. Sie bekommen als ersten Fall etwas Besonderes. Ihr Auftrag: Öffnen Sie Ihren Schreibtisch. Der Schlüssel zum Erfolg versteckt sich in den Teilen unseres Vornamen. Geben Sie die Buchstaben in der Reihenfolge Schreibtisch ein. Es gibt zwei Schlösser. Ein pro Schreibtischseite. Öffnen Sie beide. Was? Was? Der Schlüssel zum Erfolg versteckt sich in den Initialen unserer Vornamen. L und S. Unserer okay, es Vornamen. Gibt zwei. Öffnen Sie beide. Die erste Aufgabe besteht im Grunde darin, sich die Namen Ihrer Kollegen einzuprägen. Aber das haben Sie ja schon selbst gemerkt, oder? Ihr Erfolg, Leon, das kann übrigens etwas Arbeit erfordern, auf Scott eine direkte Antwort rauszuholen. Lieutenant Branage. Also einer ist schon mal Branage. In eine Ecke zwischen Blutflecken gekritzelt. Sei froh, dass du nicht hier bist, Anfänger. Okay. Leon S.
Nicht der Nein, du Kollege musst die hier. Buchstaben der Kollegen. Ach so. Also Lieutenant, wie hieß der? L. Banished. Lieutenant, bla bla bla. CB. Lieutenant, das ist Abkürzung LT, hä? Dann Banner Dash. Gibt's nicht. Willkommen, Leon. Oh, die haben eine Oh. Party für mich geplant. Oh, ich bin Haben wohl letzte ein Woche bisschen nicht so heftig hergekommen. gefeiert. So. Hey, Kollege, wie heißt Heißt du? Du. Du machst das völlig falsch. Du hast ja nicht einmal die Wand getroffen. Ja, das Und da Name stand steht der verdeckt Name. drauf. Georg Georg, Scott. Gott. Schlaf schön, Georg. Schlitzt du Steht ihm vor den jetzt Arsch gerade aus. den Hintern? Aber man kann die Ja. zerstückeln. Wie geil ist das denn? Geil, Zombie-Hackfleisch. Oh yeah! Alter. Ich nehme ein Bein in den Arm. Das wird ein lecker Mal. Es ist keine Piñata, ne? So ein paar Rippchen. Nein. Dass man sich auch da wieder sieht. Oh nee. So soll ich den Namen vergessen? Georg Scott oder so, ne? Ja, Georg Scott. Wo war denn das Ding? Aber oh, drei Buchstaben. Gibt's schon mal kein G. Dann gibt es auch kein G. Okay. Georg Scott, das war der Erste. Immer noch. Da steht noch ein Name oben. Da auf den Namensschildern Schrotte. überall. Ach ja. David Ford. Der wird. Wir brauchen die Vornamen. Wer bist du? So ist richtig. Spind. Zombie. Spind. Zack. Weg mit dir. Gib mir Messer wieder. Yes. Ey, mein Messer ist weg. Tja. Scheiße. Das war mein Messer, Gottverdammt. Ich brauche keine Knarre. Okay, brauche ich nicht. Siehst du? Das ist doch weggekriegt. So, noch ein bisschen Munition. Juju. 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 Und hier steht auch noch ein Name. Hier auch noch. Nell N. Carlson. N.E. E. Elliot. N.E.D. N. E. D. N.E.D. N-E-D. E-D. Klopp. Okay. So, jetzt gucken wir hier nochmal. Erster Einbruch. M. Marvin. Ja. Rita. Und der hieß George. M. Ja. G. M. R. G. Das erste Rätsel ist gelöst. Weiter das Magazin. Geil. Anpassung.
Das war's. Wirklich nicht. Das war mein Willkommensgeschenk oder was? Toll. Ist ja mega. Wie nett. Wie nett von euch. Ich würde mich ja gern bedanken, aber ihr wollt mich alle so anknabbern. Das ist liebevoll gemeint. Ich weiß, ich bin so süß. Haben wir ja trotzdem. Ich hätte gern einen Tresor. Code. Du hast auch einen Tresor. Code. Chef, wie ist der Code? Muss ja hier irgendwo stehen, er kann nicht weit weg sein. Haben wir gerade auch gedacht. Ja, da kann man schon rein. Hier drüben ist auch noch irgendwas. Wie komme ich denn da rein? Diese lauten Da brauche ich wieder Holzdielen. einen Schlüssel. Ich dachte echt, dass die Schlüssel in dem Ja. Schreibtisch sind. Ja, habe ich auch gedacht, dass der Schlüssel da drin ist, aber ist leider nicht so. So, komm, wo war die Karte hier? Wenn ich alles durchsuche, hier ist ein Tresor, das weiß ich. Die Tür ist zu. Ist hier wohl noch was? Was liegt hier noch? Munition, Schale, Munition liegen lassen. Wir kommen ja jetzt eh nirgends mal hin, wa? Also hier ist Durchgang zu, hier ist Durchgang zu. Hier ist Bomber Schüssel. Hier kann man noch rein. Dunkelkammer. Kann man bestimmt einen Film entwickeln. Auf dem Film ist dann der Code drauf für den Tresor. In dem Tresor liegt der Schlüssel. Ja, ich bin Dr. Watson. Ja, ich weiß nicht, was man da so machen soll. Ach, du hast auch keinen Platz mehr. Habe ein Holzbrett. Was mache ich mit dem Holzbrett? Robuste Taste, Bretter, mit denen F4. man irgendwas machen kann. Muss Irgendwas testen, vernageln um das stand Fenster da. zu machen. Ich will jetzt nur testen, ob das wirklich geht. Ja. Zack, siehst Check. du? Das sollte Wieder sie gut aus. aufhalten. Oh. Nehmen wir nochmal ein Kraut mit. So, Dunkelkammer. Nur die Heilwirkung von Kräutern. Zu Beginn einer Zeit handelt sich Menschheit Krankheiten mit Heilkräuter. In diesem Buch stellen wir drei dieser in den Arklay-Bergen heimischen Kräuter vor. Grüne Kräuter heilen einfach Verletzungen, während blaue Kräuter seit langem als Gegengift eingesetzt werden. Was die roten Kräuter betrifft, so sehen sie zwar schön aus, besitzen jedoch keine Heilwirkung. Zumindest dachte man das bislang. Es ist allgemein bekannt, dass man durch die Kombination von Heilkräutermixturen, also von Heilkräutermixturen erhält, die deren Wirkung steigern. Und wie wir herausfinden, spielen die roten Kräuter dabei eine zentrale Rolle. Ein Doktor der asiatischen Medizin zufolge erhält man durch die Mischung von blauen und roten Kräutern eine Mixtur, die die Konstitution stärkt. Rot und blaue Konstitution, also im Erleben. Tatsächlich stehen wir gerade erst am Anfang der Forschung des wahren Potenzials dieser Kräuter und ihrer Heilwirkung. Weitere Forschungen dürfen noch faszinierende Ergebnisse hervorbringen. Okay, also Rot mischen wir mal und alles. Blau. Alles mischen wir mal. So. So, nehmen wir mit. So, was haben wir hier? Das braucht man das kombinieren.
Okay, mal klären wir Munition. Halt, und jetzt bin ich mal gespannt, wie weit wir es decken können. 33, also bestimmt bis 50, denke ich. Nichts, Munition. Ja, mit Ruhe. Ruhe. Schreibmaschine. Film ist Beweismaterial nicht liegen lassen. Okay, rotes Kraut, super, haben keinen Platz. Hätten wir doch. Ah, warte mal, können wir mal hier drauf drücken. Ah, da wird hell. Wir müssen ja die Tür zumachen. Warum ist dunkel? Gibt keine Tür mehr. Okay. Erinnerungsfoto. Sehr schön. Wie, was, was? Ich dachte, da steht was drauf, aber nein. Nichts. Na, wir haben es gerade entwickelt hier, als wenn wir es draufgeschrieben haben. Rotes Kraut, das müssen wir ja kombinieren mit blauem Kraut. Ja. Sollen wir es einfach mal jetzt mit grün kombinieren? Gucken, was passiert. Ja, kann schon mal gucken. So, aus zwei verschiedenen Kräutern stelle ich es nicht komplett wieder her. Stellt mittlere Menge wieder her. Also rot, grün ist eine komplette Heilung. Grün ist halt wie immer gehabt. Hinweise. Ich habe es gedacht, wir finden hier mal noch was. Hatte ich auch gehofft. Speichern. Den Schlüssel kannst du in die Truhe tun. Der war ja nur für die Tankstelle. Stimmt. Kraut kann man immer wegmachen, so ein bisschen Platz wieder hin. Ist aber echt nichts mehr. Überschreiben oder neu? Mach mal neu. Bin mir sicher, der sagt immer, ich arbeite an meiner Aggression richtig. Passwort steht auf deinem Rücken. Lass mal in den Chat gucken, sehe ich gerade. Den Bereich haben wir vollständig durchsucht, den noch nicht so richtig. Ja, aber da fehlt ja nur die Schießmuni. Die Schießmuni? Schießen. Schießmuni. Sind die Farbrollen sowas wie Schüsselscheiben-Schablonen vielleicht? Das kann sein, dass das ja Sammelobjekte sind. Ja. Hatten wir in der Das ist 3 eigentlich blau. Sammelobjekte? Kann ich mich gar nicht dran erinnern jetzt. Wo gab es da nicht aus eine Recap-Dino? Die hohe Westseite fehlt noch was. Wir können auch hochgehen, sehe ich gerade. Stimmt, vorne war ja noch die Treppe. Da kommt einer die Treppe runter. Schnell hinterlaufen, Junge. Oh, voll der Kopf geplatzt. Geil. Was haben wir hier? Rotes Kraut.
Rotes Kreuzchen. Und noch kein Hinweis auf den Tresor. Ich sorge nur dafür, dass sie nicht aufstehen. Guten Abend, Tag. Juhu, Dog. Nochmal höher. Was haben wir hier? Die Umkleide. Waschraum. Hier fehlt. Fehlt ein Rad. Klar. Nee, nee, wollte überhaupt nicht irgendein Server dort auslösen. Hm? Ja, das kostet halt was. Und du hast noch kein Leben. Hey, wo ist mein Messer? Mein Messer ist weg. Wo ist mein Messer? Hast du es in irgendjemandem stecken lassen? Oder hast du Den habe es ich doch gerade in gerade die Truhe zerschnitzt. getan, aus Versehen? Nein. Den habe ich doch gerade noch zerschnitzt damit. Echt, das kann zerbrechen. Dann ist es schlecht. Tragbarer Tragbarer Tresor. Tresor? Ah ja. Okay. Ihr Objekt im Inventar in der Untersuchung nehmen Sie auswählen und untersuchen wählen. Manchmal entdecken Sie dadurch etwas, was Ihnen helfen kann. Untersuchen. Yay, Die Panzerknacker. Gameboy spielen. Irgendein kleines Kleines Teil. Teil. Schön. Das ist eine Ach, das ist Taste. bestimmt eine Taste. Das ist eine Taste. Anleitung für Trauerwerker Tresor. Ja, brauchen wir Toll. nicht mehr. Haben wir ja schon offen. Ja. Wir kriegen eine Schrotflinte bald. Noch mehr Kombis. Kollege, wie heißt denn? Murphy, bist du? Du hast zu viel Muni, oder? Ja. Ein Hinweis, was das sein könnte. Wie viele Möglichkeiten gibt es denn? A A, B, bis C, D, F. E, F, G. A bis F. Oh Gott, viel zu viele. Mir fehlt jetzt das Rad. Das garantiert im Schrank. Uns der Name fehlt. Und hier, Kombinationsschloss und sind hier. Aber hier ist auch noch nicht alles untersucht. Da draußen auch noch was. Auf. Was? Da gehen die Messer hier kaputt. Komme ich nicht drauf klar. Hier ist noch irgendwo etwas. Nur wo. Heißen du eigentlich?
So, der Munition. Die sagt kein Name. Ne? Nimm ihn in den Mund. Nein, 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 nein. Was? Nix. Was? Alles gut. Zombie-Vergewaltigung. Komm, du willst es doch auch. Ohne Zähne. Das ist schon wieder so ein Scheißding. Oh nein. Ein Schlüssel, oh, schön. Den immer gebraucht haben. Ich brauche noch ein paar Namen. Guck mal, dann hätten der Gang auch schon komplett durchsucht eigentlich. Was zum... Das scheint ein fette Pony zu sein. Da scheint ein fettes Pony zu sein? Fette Party. Ach, Party. Denk, wie kommt er denn jetzt auf Pony? Haben wir noch ein Brett. Kiste kann man bestimmt kaputt machen, wenn man ein Messer besitzen will. Oh, ist schon wieder voll. Oh, das gibt's auch. Das lassen wir mal hier liegen für später. Haben wir noch ein Brett? Kannst du noch jemanden nageln? Ja, die kleine Jüte in der Ecke saß. Hi! Ich dir helfen? Der will dir eine Massage geben. Kopfmassage. Jetzt auch nochmal rein. Und das Lagerraum Westen. Ja, wir gucken uns mal erstmal ein bisschen hier um. Was haben wir hier schönes? Gürteltasche. Gürteltasche, ja. Yeah. Jetzt geht's richtig los. Aber was spielt ja eigentlich, dass du zwei Kugeln verschwendest? Normal. Diese Konzernwichser, darf ich das sagen? Wichser? Darf ich Wichser sagen? Ich weiß nicht, ob man Wichser sagen darf. Hab ich weiß nicht. Hab mir den Geld dann abgedreht. Und das nach allem, was ich für sich getan habe. Aber wenn es unbedingt sein muss, werde ich mir noch etwas Spaß gönnen. Während die Welt den Bach untergeht, ich habe die Drecksschweine in einen mit C4 präparierten Stahlfersch gesperrt. Muss ich nur noch zünden, dass dann war es das mit denen. Das wäre steifreich. Aber wenn es zu schnell geht, macht das keinen Spaß. Vielleicht werde ich Ihnen mit diesen einen durchgedrehten Spinner ein kleines Spielchen veranstalten. Aber vielleicht gebe ich Ihnen ein kleines Spielzeug und sage ihm, töte deinen Nachbarn, dann verschone ich den Rest. Was er dann wohl macht? Lager es raus, hast meine Welt zerstört mit deinen dreckigen Du schreist was von Gerechtigkeit und Stolz, aber wie oft hast du dich bitte mir um deine Vorgesetzten schon widersetzt? Ja, du warst so ein guter Bulle. Nein, das heißt so ein guter Polizist. So gut, dass du sterben musstest. Man bringt das Spaß, fehlt nur noch Musik. Fehlt nur noch die Mucke. Geil. Ah, hier haben wir C4. Ich hab kein Messer. Gut, dass er es draufgeschrieben hat. Aber ich habe ja kein Messer mehr. Hier ist noch was. Ich muss noch mal darüber. Komm ich jetzt hier? Ach, das Brett. Na komm, das Brett kann man mitnehmen. Haben wir jetzt ja Platz. So.
Jetzt. Bibliothek. So In der geht's, so geht's. Bibliothek. Komm so schnell so wie geht's. möglich zurück. Alles in Ordnung, Marvin? Ich möchte dir was zeigen. Ist wichtig. Verstanden, ich bin sofort da. So geht's. Geht's, geht's, was? Ich weiß nicht. Ach so, dass er beide Schätze hat. Mhm. Ja, das geht mit Modi. Ja. Und das noch einmal. Und da hoch. Und da, warte. Leon, kannst du springen? Nein. Jetzt an die Leiter? Nein. Die schlau? Nein, sind sie nicht. Ich habe keine Leiter. Hab bloß geschaut, ob ich ausnahmsweise in beiden Streams schreiben darf. Letztens ging das ja nicht. Ach so. Was? Das ist bei mir. Kannst du auch mal schreiben. Ja, es ging mal eine Zeit bei Multistream nicht. Ich glaube, du bist runtergefallen. Was zum... Und ich glaube, da ist ein bisschen größer. Das klingt etwas größer. Ich finde, ihm klingt, als ob, ob ihm schlecht wäre. Da kann ich darüber springen. Das finde ich so witzig. Ja, der ist ja noch Anfänger und so. Da ist der noch nicht so... Gut, ja. Hi. Wie soll mit jemandem gehen? Dann hat er mich. Der hat noch mit dem Fuß gewackelt. Jetzt hat er ein zweites Arschloch. Jetzt steht er wieder auf. Weil ich den Arsch geschossen habe. Ja. Fand er wohl schön. Ja, mach weiter, mach weiter. Ja, stoß. Scheiße. Fester. Nimm die Schrotflinte. Jetzt. Bitte. Mach's nochmal. Hirnput. Was haben wir denn hier Schönes? Ein rotes Buch. Ein rotes Buch. Ja, wow. Das ist auf jeden Fall ein rotes Buch. Hm. Ein Plastikteil in Form eines Buches. Sieht aus, als wäre es mal von einer Hand gehalten worden. Wow. Aha. Da hat jemand ein Buch gehalten. Aber ich denke, es ist irgendwie so ein Blick, was man wohl einführen. Einführen. Das. Jetzt haben wir es aber, ne? Führ das irgendwo ein. Das irgendwo geht schon. Einfügen müssen. Will ich dir auch was einführen? Ein Messer. Aber wieder ein Messer. Messer. Oh ja, yeah, yeah. Na, siehste. Da könnte ich gleich nochmal in den Raum reingehen. Haben wir ja gerade ein Messer gebraucht. Ja? Was ist denn jetzt? Jetzt brauchen wir hier eine Kurve, ja, oder was? Da fehlt wieder ein Hebel. Ein Hebel. Das ist egal, ich habe keinen Platz mehr. Wieso? Halten. Halten. Ah. Bin heute von so einer beschissenen Beißfliege erwischt worden. Das tut gleichermaßen weh, wie es juckt. Und das nicht gerade wenig. Beißfliege. Das ist eine Beißfliege.
Schnake heißen die, glaube ich. Schnaken? Schnaken beißen? Schnaken sind. Denke ich nicht. Schnaken können stechen. Hm. Schnaken können stechen, ja. So, warte mal, das passt so nicht. Dann kühl das ein bisschen oder so. Und zurück. Kann man da durchkriechen? Ich glaube eher, das ist für oben drüber laufen. Ja, schon klar. Ich hätte, bei dem einen aber hinten habe ich jetzt zum Beispiel hier was gefindet. Gefindet? Hm. Also jetzt gehen wir nochmal hier hoch in den Raum rein. Da war noch nicht irgendwas Messer gebraucht. Nur weibliche Schnaken stechen, schon gewusst. Jetzt kommt Kalle schon wieder hier mit seinem Naturwissen an. Ja, das ist wie die Mücken. Ja, die Mücken stechen. Weibchen sind halt gefährlich. Kann ich nicht benutzen, okay. Da brauchst du ein Feuerzeug, oder? Nee, da ist bestimmt ein Timer und eine Uhr oder so. Denke ich. Halt ein komisches Vieh, das also aussah wie eine Fliege und an einem Bein hing. Ach, an deinem Bein hing. Naja, kühlen. Ich habe eigentlich vorgehabt, das zu erhitzen. Kannst du auch machen. Treib's Gift raus. Kannst du auch so, jetzt hat man hier eine Tür und da eine Tür, hä? Ja. Eine Tür und da eine Tür. Hier kommen wir also zu Einhorn. Man sagt ja immer, wenn's juckt, dann soll man es warm oder heiß abspülen. Oder unter Heißwasser, dann hört es auf zu jucken. Aber wenn du sagst, dass es auch weh tut, dann ist ja auch irgendwie eine Entzündung drin, dann muss es wieder kalt machen. Guck mal, was mehr hilft. Fisch. Aber denk dran, nicht verbrühen oder so, ne? Und die Tränke. Ja, ich hab ihn wieder jung und keinen Platz. Du hattest auch gerade eine Gürteltasche gefunden. Ja, das ist aber schon wieder. Ja, weil du Munition mitnimmst, die du noch gar nicht brauchst. Ja, ich lasse dafür als Schießpulver liegen. Auf, tritt doch mal richtig rein, Mensch. Kann doch mal einfach gegentreten, gut ist. So, haben wir über meinen Tag geredet. Wie geht es euch so? Wie dir ist nichts anderes heute passiert, außer dass du da so ein Vieh dich hast pieksen lassen? Oh. Nicht berühren. Eigentlich gedacht, ich leg da noch Kohle drauf. Aber das kann man auch machen, klar. Dann hört es bestimmt auf zu jucken. Ah, und der Stich ist auch weg, weil er durchgebrannt ist. Das trifft sich gut, dass wir hier sind. Das trifft sich ja gut. Den kann man hier runter. Mein Tag war eigentlich ganz gut. Dann kann man ein Video starten. Das war natürlich nicht so geplant. Da bist du hier. Komm her. Siehst du das? Ja. Ich wusste, sie schafft's. Du kennst sie? Ja. Sie heißt Claire. Ich kam mit ihr in die Stadt. Du gelangst zu dem Hof da. Die Stufen hoch. Ostseite. Danke, Lieutenant. Ich muss nur was fix in die Truhe legen. Legen. Und zwar ein bisschen von dem. Und ein bisschen was von dem.
Das Buch weiß ich noch nicht, wo man das einsetzt. Und du eigentlich? Jetzt können wir die Medaille holen. Die Medaille. Ja, schon, dein Stuhl knarrt genauso schön wie meiner. Ja? Bieten die sich an der Stelle doch immer an, dass wir schießen sollten? Nein. Aber ist Nee, noch den brauchen voll wir im bestimmt noch Leben. für irgendwelche Infos. Da bedient der Computer. Also. Deshalb Sieht erschienen mir wir aus, ihn da brauchen nicht, wir oder den was? Hebel. Ja. Da haben wir noch ein Schießpulver. Kann man nicht rein. Kann man nach oben unten blättern. Müssten ja rein theoretisch noch mal hierher, ne? In Schließfächern, ja. Aber da fehlten ja zwei Tasten, ne? Ja, aber wir haben schon mal eine. Ich kann mal den ja austricksen, kann die Taste rein und raus machen. Oder wir gucken mal, wo wir die meiste rauskriegen. Ich würde sagen, die zwei. Dann kriegen wir auf jeden Fall die zweier Seite komplett auf. Da brauchen wir das. Ja, da fehlt uns noch die drei, aber. Ich finde den Kollegen da Warten oben wir so runter. witzig. Der baumelt da rum. Ja. Da hängt ein bisschen ab. Ich will Okay, erstmal wissen, okay, wie okay, wieder, okay. wie der da hochgekommen ist. Und hier noch. Oh, Schießpulver. Jetzt das Schießpulver mitnehmen und das Schießpulver noch holen in den Raum, dann könnte ich eigentlich noch Munition machen. Das Spiel ist schon ganz schön das Hin- und Hergerennen, ne? Täuscht das. Wenn du alles haben willst. Der ist ganz schön groß hier, ne? Und relativ offen gehalten. Arschkriecher nur noch, steht nur noch hier. Ja, schon mal gut, dass die nicht hier einfach so wechseln, dass die wirklich liegen bleiben, wo die zusammen Ja. sitzt. Ja. Und gegebenenfalls wieder aufstehen. Das ist ja normal. Ah, alle Überlebenden. Zurück. Bedeutet dies als Geschenk für alle, die das Pech haben, noch am Leben zu sein? Hättet die Augen nach den unheimlichen Mistkerlen offen, die wie gehäutet aussehen? Wir nennen sie Licker. Das sind die mit den Kratzern. Sie sind zwar blind, die Maulwürfe besitzen dafür aber eine überragende Hirnsinn. Solange man nicht wie ein Vollidiot ballernd durch die Gegend rennt, kann man an ihnen vorbeischleichen. Wahrscheinlich. Macht das einfach wie meine Oma, geht so langsam wie möglich an den Dingen vorbei. So, muss jetzt los, der Pflicht ruft. Und außerdem muss ich einen Freund rächen. David. Das ist Bin ein mal wieder bisschen wie weg bei für den heute, Klickern. schönen Abend noch. Ja. Ja, Licker heißen die hier, okay. Weil das nicht, was ich gemeint habe, die sehen aus wie gehäutete Affen, die ein bisschen auf allen Beinen laufen und diese ultralange Zunge haben. Kennst du auch schon. Schlaf schön, Kalle. Gut nicht, schlimm. Servus, Grüezi Was und Hallo. Ach da? nee, ja, das war was anderes.
hier. Ach so, aber das spinnt. Wir haben auch noch keinen. Ob hier vielleicht noch irgendwo ein Namensschild liegt. Im Raum. Ja, da, was habe ich verpasst? Viele Zombies, viele Schlüssel, viele zu kleine Inventartasche. Und viel Schweinkram. Und viel. Nein! Doch! Schweinskram, man kann man nie machen. Nein, du ja nicht, nein. Nein. Ah, guck mal, meine. Nein, nein. Ich hab mich getrennt. Duschraum, Promenade. Bitte Näheres schon. Nein, ich hab der Dame hier nur angeboten, dass sie. Willst du nochmal? Komm, mein Baby. Ja, so ist gut. Oh ja, mach weiter. Ich pack die jetzt. Das zum Beispiel, also an der hat er sich quasi aufgegeilt und dann hat er den anderen von hinten genommen. Den Dicken auf der Treppe. Aber sonst alles gut. Ich glaube, der ist schon tot. Ja, ich weiß aber nicht, ob der wieder aufsteht. Dann ist er aber auch draußen. Du hast ihn ja genagelt. Vernagelt. Ja, wie schon ordentlich genagelt. Also, das ist schon wieder erzählt. Das kann doch nicht wahr sein. Ich die wird sowas von gesperrt. So, gucke. Der 1 haben wir. Guck mal, die 2, da kriegen wir. Über die 3, da kriegen wir noch ein Messer. Messer haben wir. Da haben wir noch keine Karte. Die Karte wäre gut, weil da ist, sehe ich gerade, da ist ne. Ne, ist Munition. Ich dachte schon, da ist eine. Munition. In der Tasche drin, eine größere. Ach so. 2, 3. Oh, 2, 3 ist eine Tasche. 2, 2 bringt uns gar nichts. Ach, scheiße, wir brauchen echt die zweite Taste, sonst 1, 2 Pulver. Das ist scheißegal, wo wir sie einsetzen, das bringt uns alles nichts. Ja. Egal, ziehen wir da rein. Wir brauchen doch noch die. Schade. 203 wäre eine Tasche gewesen. Oh, jetzt stehe ich hier auf der Eiertür. Wo ist man denn jetzt hin? Ah, warte, warte. Kann ich jetzt einfach zurück in die Eingangshalle? Ja. Und dort rein. Aber zu. Immer noch zu. Hier hinten kommt man doch rein. Hier ist immer hier nicht reingegangen. Wieso sind wir da nicht reingegangen? Weil wegen. Hier war eine Wand, hä? Man kann schon hin und her rennen hier. Mann, Mann, Mann. Na, wenigstens das ist das nicht so eine lahme Krücke wie der Sebastian. Hallo, ist das gegen Castellano? Kaum. Schrauben kann man auch nicht weiter. Ein bisschen hoch. Wir können nichts machen, ein bisschen hoch. Auch wenn wir hinten die Spinde immer noch. Ehrlich gesagt, ein bisschen hoch. Jogging-Simulator 2022. Halt auch du dich fit. Ja,
Ich habe halt irgendwie das Gefühl, dass wir gerade jetzt wegen die ganzen Spinden irgendwo was übersehen haben, weißt du? Das ist halt ein bisschen. Bist du für ein geiles Ding? Kann ich dich mitnehmen? Wieso genau ist der geil? Aha. Chris Freundin, oder? Aber Inwiefern schon ein ein geiles, sehr komisches Polizeirevier, finde ich. Ja, weil Ich es meine, früher mal gut, ein es war ja Museum war, mal. haben sie am Anfang erklärt. Ja, aber trotzdem. So, haben wir den Schlüssel gebraucht? Hier. Hier haben wir den Schlüssel gebraucht. Jetzt sind wir im Büro Westseite. Okay. Westseite. Ach, das war Und wieder das. alles dunkel. Okay. Ah. Toll. Ach, das Toll. öffnet quasi nur Durchgänge. Oh, halt mal. Ne, ich dachte, das ist Lichtschalter gewesen. So, hier war was zum Schließen und drüben oder ach, nee, oben war das. Also ich muss ehrlich sagen, dafür, dass Resident Evil 2 ein brutales Horrorspiel sein soll, vermisse ich immer noch so ein bisschen den Horror. Doch, ich finde die Atmosphäre ist schon anders wie bei den Atmosphäre ist anderen. gut, ja. Atmosphäre ist gut, da sage ich ja auch nichts, aber Ich habe mich da schon viele zweimal erschreckt. Zombies. Du. Mich auch erschrecken. Objekte verwalten. Wichtige Objekte wegwerfen. Sie können wichtige Objekte, die ihren Zweck erfüllt haben und ein rotes Häkchen-Symbol tragen, wegwerfen, indem sie sie auf den Mülleimer nehmen. Das kennen wir ja Okay. schon. Ah, Also gucke. Schlüssel, Der weg Schlüssel damit. ist jetzt nutzlos. Tschüss. So. Nee, warte, warte. Falsche Taste. Willst du sie wegwerfen? Nein. Jetzt sind wir hier. Aber warum war ich nicht so schlau? Ja. Und hab. Was ist das? Fällt ja eine Kurbel. Na klar. Und hab die Medaille eingesetzt. Warum war ich nicht so schlau und hab die Medaille eingesetzt? Weil wir so auf den Schlüssel fixiert Kombinieren. waren. Kombinieren. Oh, man kann die kombinieren. Die Holz. Das ist gut. Ein bisschen komisch da drinnen, da werden wir gleich mal ein bisschen reingehen. Ich glaube, da ist was Hallo? abgestürzt. Das ist kein Flugparkplatz oder Helilandeplatz, oder wie das heißt. Flugparkplatz. Oh. Naja. Ich glaube, der hat sich verflogen. Eins da. Hallo, Sie Kollege. müssen hier weg. Sie dürfen hier nicht parken. Das ist kein Landeplatz. Ich kann da nicht erschießen. Also irgendwas ist Bitte jetzt mit dem fliegen Sie Auto. weiter. Dankeschön. Oh, wat? Oh, Oh wat? wat? Oh wat? Oh, wat? Oh, wat? Das wird nicht in den Raum rein, auch wenn es so schön knurrt. Nein. Schau, wir müssen drum reingehen. Was, jetzt schon? Du spielst doch erst seit 5 Minuten und rennst nur rum. Habe auch schon ein paar Zombies exkalibriert. Exkalibriert, ja.
Was denn? Ja, wir müssen hier, wir müssen Dem fehlt eine da. Hand, um das Buch zu halten. Ja, das habe ich auch mitgekriegt. Ich habe die Hand schon gefunden. Angesichts Ja. des Todes habe ich hier ein Buch gesucht und eine Hand. So, Yay. jetzt kann ich das was anbringen. Oh. Oh. Schöner Klunker. Cool, wie ein Hausstab. Oh. Geil, wir können zaubern. Ein kleiner Magier. Wingardium Oh, genau. Gesundheit. Die Wappenkrieger. Einmal Schlüsselkarte. frei, wir kriegen. Wir kriegen die Rotzeflinte. Die Und Artikel der Rotzeflinte. rote Stein. Bla bla bla. Der Rubin der schwarzen Prinzen Edward so faszinierte die Perle, die von der Königin des Nils verzehrt wurde. Der Diamant, der eine Königin aus dem Auf die Guillotins. Guillotine brachte. Guillotine. Ah, Guillotine brachte. Guillotine. 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 Nicht Gelatine. Unendlich. Da eine Königin auf die Gelatine brachte. Das klingt gut. Es gibt unendlich viele Geschichten von den Faszinierungen von Juwelen. Dieser geheimnisvolle rote Stein ist einfach nur der neueste Ertrag dieser Reihe. Wie bei den anderen erwähnten Juwelen ist auch seine Herkunft unbekannt. Angeblich soll er einst das Schmuckkästchen einer Adligen geziert haben und sogar einem weisen König gewidmet worden sein. In diesem Herbst wird dieser Stein versteigert, was sich sicher viele Liebhaber anziehen wird. Man sollte ihn jedoch, werte Leser, mit Vorsicht begegnen, da hinter seinen schönen Fassade der Teufel lauert. Geil. Dieses Juwel hat gutmütige Adlige in schlimmere Despoten als Caligula verwandelt. Erstaunlicherweise zieht gerade die Tatsache, dass diese Juwelen mit Blut befleckt sind, die Menschen überall so magisch an. Ja, das ist jetzt meiner. Ich habe ihn ersteigert. Ja. Alles meins, alles. Was brauche ich So, denn aber ich würde bescheuerten Zug sagen, dabei? da ist ja gerade sicher. Was heißt? Ja, es scheint zwar sicher zu sein. Kannst du das bitte lassen? Ich gucke, ob es vielleicht irgendwo Sammlerobjekte gibt. Ich brauche Ja, die wie Muni bei noch. Castellano, da brauchtest du ja hier solche Statuen, war und da musst du dann hier. Den kommen dann Schlüssel meistens raus. Ja, okay, schau, die braucht die Muni noch. Brauche ja mal ein bisschen mehr. Na, kannst du es auch, hä? Ja. Sprache lernen Bubbles. Ja, vielen Dank.